Dann auf YouTube die Mission werde ich dann nicht reinmachen, weil ja, vielleicht eine, die mit Aiden. Die mache ich rein. Ansonsten. Und vielleicht dann die ersten zwei Nebenmissionen, weil die ziemlich schnell gehen. Die mache ich noch rein. Als andere. Wenn ich eine interessante Nebenmission habe. Ja, vielleicht eine Sequenz. Ich weiß nicht, bei Sequenzen oder so. Wie es da ist. Ach, nee, wenn ihr Nebenaufgaben haben wollt auf YouTube. Wir haben sie lokalisiert. Short Streams. Oder, ja, müsst leider auf einer anderen YouTube aus. Erstmal. Ich hab 52.000. Was ist das eigentlich? Stopperbetäubung. Warte mal, habe ich hier noch. Ne, hier habe ich nur eine Stopper. Der erste Platz. Die sind schon verdammt teuer. So, ich kann den dunklen Platz nämlich schon. Ich könnte diese Paintball-Werfer. Hört sich interessant an, nehme ich. Der Paintball-Werfer. Ich denke mal, das ist auch so ein Betäubungsdingens. So, dann mache ich jetzt noch diese Mission. Dann lerne ich auf Stream erstmal. Ich weiß, es war mein Hirn Matsch. New Dawn will also mit uns in den Ring steigen. Unser Rekrutierungsvideo wurde von allen großen Social-Media-Seiten gelöscht und sie wollen alle Hoster verklagen. Das wird uns eine Menge Follower kosten. Copyright-Gesetze. Nervtötend. Das ist schlimmer als nervtötend. Das ist eine Kriegserklärung. Ich lass mich nicht zensieren. Hey, New Dawn ist ein Scheißbetrug. Reiche Säcke verbrennen ihre Kohle in so einem elitären Gruppenwegsclub. Vielleicht ganz gut für uns. Keiner wird sich auf ihre Seite stellen, außer die sind dort schon Mitglied. Und diese Fake-Kirche kriegt das Fisting ihres Lebens. Was heißt Fisting? Wenn der Dame so von der Hand kriegt, Josh. Oh. Sie wollen nicht, dass wir Material von ihrer Promi-Hure Jimmy Siska zeigen. Also starten wir mit ihm. Er ist der bekannteste Sprecher, den sie haben. Aber das ist Jimmy Siska. Ich meine, als ich klein war, hatte ich die Siska-Brille, den aufgestellten Kragen. Ich kannte jede Zeile aus Open Woods. Alter, ich auch. Ich habe sogar die Lunchbox. Cool. Original verpackt. Cool. Bitte nicht Siska, okay? Irgendjemand, aber dich eher, bitte. Es muss auch anders gehen, oder? Ich weiß nicht. Ich mag Ranch. Er ist in der Stadt und dreht Cyberdriver. Ich habe mir überlegt, vielleicht können wir mit ihm reden. Und seine Beziehung zu New Dawn demolieren. Und er kann sich wieder weniger arschig aufführen. Dann kann ich wieder meine Siska-Shirts tragen, ohne der Arsch zu sein. Moment mal, die Hand auf Besuch beim Darm. Das heißt doch, man steckt seine Faust in den... Oh. Okay, okay, wir bleiben bei Siska. New Dawn sammelt schmutzige Wäsche über ihre Promi-Lockvögel, ja?
Wir checken das hiesige Center. Wir müssen nur reinkommen und seine Akte ausgraben. Sind alle dabei? Ja. Ich treibe den Stamm zusammen und treffe euch da. Lasst das Fisting beginnen. Hey, ihr habt ihn gehört. Der Typ ist so durch, sorry, aber... Zu lange haben Kriminelle Schwache und Verletzte unter dem Deckmantel der Religion zum Opfer gemacht. Die Kirche namens New Dawn ist Betrug. Der Rang in der Kirche hängt vom finanziellen Beitrag ab. Loyalität wird erkauft durch Erpressung und Angst. Sie halten sich für unantastbar. Das wird sich ändern. DedSec enthüllt die Geheimnisse und wahren Absichten von New Dawn. Ihr könnt helfen. Maskiert euch und protestiert vor eurem Rekrutierungscenter. Sagt den Anführern online, was ihr von ihnen haltet. Schicken wir ihnen gemeinsam eine Botschaft. Es reicht. DedSec zeigt euch die Wahrheit. Tut, was ihr wollt. So. Diese Musik kann ich jetzt nicht ausschalten, glaube ich. Aber das Watch Dogs 2 auf Switch 63 Euro kostet, also 63,99. Na gut, eigentlich kostet es hier 70, momentan im Angebot auf im PlayStation Store. Ich weiß ja nicht, ob das der Preis für die Steam-Version ist. Das heißt, die haben leider kein Angebot. Das heißt, die PC-Spieler haben Pech. Ich habe Glück, dass ich für 30 Euro bekam. Sonst könnte ich es jetzt nicht spielen, weil 60, 70 Euro wäre nicht viel gewesen. Oh, diese Musik. Nee, geht mal gar nicht. Aber Hip-Hop? Ich mag keinen Hip-Hop. Da mache ich mit. Schwer sowas zu finden jetzt, wo der Zug ist. Kauft Erleuchtung! Kostet nur euer ganzes Geld! Kauft Erleuchtung! Kostet nur euer ganzes Geld! Ist das Ablenkung genug? Ja. Yeah. Gehst du rein, um dich umzusehen, oder? Oh ja. Oh, bin doch schon im Sonntagsanzug. Schön. Kauft Erleuchtung! Kostet nur euer ganzes Geld! Ist das nicht ein bisschen zu auffällig, wenn man keine Masken trägt? Okay, ich geh jetzt rein. Ich krieg sicher was raus über Siska. Wir ziehen in die Schlacht gegen diese Wichser. Ich brauche jeden Dreck, den du findest. Um neue Follower zu kriegen, müssten wir für einen echten Skandal sorgen. Warum denken wir uns nicht was aus? Wenn das auffliegt, wird alles, was DedSec je gesagt hat, als Lüge abgestempelt. Keine Sorge, wenn's Schmutzwäsche gibt, finde ich den Wäschekorb. Und hier ist Marcus mit der eleganten Metapher. Ach, ich geb mir Mühe. Ja, ich gehe wenigstens mal mit der Kamera da rein. Okay, also ist da hinten irgendwo was. Irgendwo muss so ein Eingang sein. Und das kriegen wir dann. Hm.
Nee. Ich weiß im Moment da nicht, wie ich da reinkomme. Ich sehe hier auch nichts. Aber vielleicht muss ich einmal rundherum, um etwas zu sehen. Genau. Okay. Dann ist Jumper Time. Mir wird ja hier schon gesagt, dass ich mit dem Jumper da rein muss. Muss mal aufpassen, ich guck mich erstmal hier um. Lieber hier rein. Tschüss, Jumper. Ich meine, tschüss, Cop. So, ich habe den Schlüssel. Weg hier, weg hier. Ich will zu meinem Boss. So, ich gehe jetzt da rein. Jumper, egal jetzt. Wird auch Zivilisten treffen, glaube ich. Ja, egal. Auf das Ding. Was macht das eigentlich? Okay, das wird mich umhauen, wenn das Ding. Okay, ich konnte den nur kurz betäuben. Der vor. Wir brechen ab. Er ist uns entwischt. Oh mein Gott, das ist spektakulär. Ah. Gute Nacht. Zack.
Okay, das hat keiner gesehen. Schade. Zu wissen, dass es auch noch hier was gibt, weil hier muss ich hin. Nicht, dass jemand zu nah kommt. Ha! Da unten ist jemand geröstet worden, gut. Finde ich nice. So, ich hab's, verlasse das Gebäude. Okay, das ist easy. Das reagiert nicht auf mich, oder? Gut. Dann kann ich ja in Ruhe da lang gehen. Und tschüss, Sikorsky. Riecht doch wie am Stühlchen, ne? Leute, Siska wäre ein guter Verbündeter. Der Mann hat echt Ärger mit der Kirche. Die planen sogar einen Notfall-Audit mit ihm. Audit? Die wollen sein Geld haben. Natürlich, das auch. Aber das hier ist was anderes. Die verkabeln sich mit diesen gefakten, elektronischen Scheißdingern und spielen Psychiater miteinander. Echt süß. Siska wartet auf den Auditor, aber stattdessen werde ich ihn besuchen. Ist das dein Ernst? Hast du sowas drauf? Aber sowas von! Erst muss ich den echten Auditor aufhalten. Er kriegt einen Anruf von Jimmy Siska. Ja, Leute, ihr müsst hören, wie er Jimmy Siska nachmacht. Einfach zu geil. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich melde mich. Hallo? Jason, Sie sollen heute zu einem Audit kommen? Jimmy, ja, genau. Ich wollte gerade los. Wie läuft's denn so? Nicht gut. Ich glaube, ich habe zu viele Empanadas gegessen. Mein Magen ist viel zu labil für eine Sitzung, wenn Sie verstehen. Ja. Ja. Ja, schon kapiert. Fieser, echt fieser Durchfall. Ja. Nein. Hilf mir jemand. Ja, ich verstehe. Können wir es vertagen? Ah, jetzt habe ich das abgebrochen. So, jetzt Jimmy Siska Interview. Alter, dieses Gefährt. Hey, Ghoul, was geht? Ich habe hier ein paar New Dawn-Klamotten für dich. Sieht glaubwürdiger aus, oder? Cool, danke, Mann. Kein Problem, mach sie fertig. Ja? Hi, ich bin Jason Lowell. Huh. Ich bin hier für Ihren Audit.
Okay, Jason Lowell. Sie sollen der Beste sein. Kommen Sie. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Bitte. Okay, fangen wir an, hä? Meine Quellen sagen mir, dass Sie Zweifel an unserer Kirche haben. Ich möchte, dass Sie mir davon erzählen. Zweifel, ja. Zweifel ist ein starkes Wort. Früher war ich inspirierter, als ich heute bin. Jimmy, kommen Sie. Seien Sie offen mit uns. Sie haben recht. Okay. Okay, es gibt Gerüchte über diesen Ort, an den Sie Kirchenmitglieder mit Problemen schicken. Und es dauert lange, bis Sie wiederkommen, wenn Sie überhaupt wiederkommen. Ich habe diese Gerüchte gehört. Und wissen Sie was? Es sind nur Gerüchte. Und kriege ich keinen Ärger? Für die Wahrheit? Nein. Danke, Sie werden es nicht bereuen, ich verspreche es. Aber nur noch eins. Ich muss diesem Gerücht auf den Grund gehen. Also, wissen Sie, wo dieses angebliche Lager sein soll? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde es nie heraus. Und hat es einen Namen? Der Rote Raum. Sie nennen es den Roten Raum. Ach ja, Mann, eine Sache noch, Mann. Ihre letzten 5 Filme waren echt beschissen, also geben Sie sich Mühe. Okay, immer den Kopf hoch. Peace! Okay, ich habe eine Spur, wie wir New Dawn drankriegen, aber mir fehlt noch eine Info. Jimmy Siska hat Angst vor einem gewissen roten Raum. Jimmy Siska in der Rote Raum. Der Rote Raum scheint eine Art Reha-Zentrum zu sein, wo die Kirche problematische Mitglieder hinschickt. Manche, die da hingehen, bleiben für immer weg. Wenn die Leute kidnappen, wäre das ein Riesending für uns. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Soll ich mich umhören? Nein, ich mach das. Verdammt. Hört das Ding auch mal? Hier ist Miranda. Hi, ich bin's, Marcus. Marcus? Holloway? Woher hast du meine Nummer? Klar, ist schon klar. Ich brauche Hilfe. Es geht um New Dawn. Hast du je vom Roten Raum gehört? Miranda? Ich schick dir eine Adresse. Triff mich dort. Ich brauche nur Infos. Hey, falscher Profil. Okay, hier muss ich raus. Weil das Ding, ich dachte echt, das geht schnell mit dem Ding. Aber was ist das denn für eine Gurke? Kann man, wenn man selbst steuern könnte, wäre geil. So eine Bimmelbahn. Aber der hält sich zu sehr an die Verkehrsvorschriften. Zeig mir wieder ernsthaft. Ja, kurz mal eben hier.